Nochmal größere Hütten. Ich frage mich, was die Dorfbewohner denken. Wenn wir hier uns alle 20 Jahre mal bewegen. Komisch, dass sie uns nicht als Gott verehren. Ich warte nochmal ein bisschen. Aber es passiert hier scheinbar nichts weiter. Oh! Sie haben eine Brücke gebaut. Tja, mit mehr Wohlstand können sie sich sowas scheinbar auch leisten. Ah, ein kleiner Dorfbewohner, hey! Rente weg. Ah, sie haben sich vermehrt. Sie haben sich vermehrt und haben jetzt hier nochmal ein Dörfchen errichtet. Aber ihr habt keinen Hunger, oder? Tap, 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 tap. Bestimmt nicht, weil sie haben ja hier das Korn. Ah, guck mal. Wo ist denn das Hindernis hin, was wir überbrückt hatten vorher? Ist das da rechts? Das sah aber anders aus, oder? Das ist das hier. Die haben hier noch eine Brücke hingebaut. Dann stelle ich mich weiter nach rechts und guck mal, ob die da weiterbauen. Oder nicht. So. Ach, wir haben natürlich. Ich dachte, Kopf, wir können natürlich im Winter hier drüber. Haha, ha. Entschuldigung, hab ich schon wieder vergessen. Ich würde auch nicht wundern, wenn wir hier kurz warten müssen. Ah ja, ich wollte gerade ausprobieren. Ja, ich muss bestimmt auch da runter. Würde mich zumindest nicht wundern, aber wir schauen erstmal. Ja, gut, hier rechts ist eh zu Ende. Ich könnte mir fast denken. Ich schätze mal ungefähr. Hier so. Klub. Sieht ein bisschen aus, als würde er darunter laufen, die Wand. Au. Immer voll aufs Gesicht. Okay, wieder unter Wasser. Ah, eine Höhle, guck mal. Stalagniten und Stalaktiten. Die haben ja keine andere Wahl als zu warten. Die brauchen auch viel, viel länger, um zu wachsen. Oh, jetzt geht er sich dahin. Darf ich da hochklettern? Ja, darf ich. Ah, und da unten. Guck mal. Der Stalagnit und der Stalaktit wachsen einander entgegen. Wie heißen die? Stalagnaten? Wenn zwei zusammengewachsen sind, zu so einer Säule. Blub. Blub. Wir haben aber nicht mehr so sehr viel Zeit, ne? 250 Jahre. Oder 252, um genau zu sein. Tap, tap, tap. Der erinnert mich ein bisschen an die Osterinselstatuen. Ein ganz kleines bisschen. Nur halt mit auf Beinen. Unser kleiner Kami. Ach, ein Fischerboot. Okay, wir warten mal, bis es Winter ist. Ah, da ist das Fischerboot sogar weg. Und liegt hier vor Anker. Schade, dass wir hier nicht reingehen können. Guck mal, die haben schon richtige Kleidung. So farblich meine ich. Hallo. Na, tut mir nichts. Ah ja, guck mal. Da müssen wir bitte warten, bis das Bäumchen wächst. Und das da oben sah mir auch aus wie. Ich wollte gerade E. Eine kleine Chestnut. Ich denke immer noch, dass es eine, Kastanie ist. Oh, tu uns nichts, tu uns nichts. Jetzt ist es hier. Im
im Herbst ist es doch rechts angelegt. Kann ich vielleicht die Kastanien nehmen, ins Wasser runtergehen und hoffen, dass die vom Sommer bis zum Herbst hält und nur im Winter zerfällt? Da liegt eine. Plopp. Bio. Voll auf die Nase gefallen. Ich finde die Gebäude richtig hübsch gemacht. Ein kleines bisschen ruckelt es ab und zu. Merkst du vielleicht? Ist aber in-game. Tap, tap, tap. So, kann ich jetzt ein ganz kleines bisschen erwarten? Ja, die ist natürlich vertrocknet. Ist ja ganz klar, mitten im Wasser. Ich verstehe das Rätsel noch nicht so ganz. Bin ich gleich mal ein bisschen gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Ah, natürlich. Ich Idiot. Sorry, hat ein bisschen gedauert. Das war natürlich nicht sehr klug von mir. Die Lösung ist ja eigentlich ganz einfach. Aufnehmen? Jetzt. Bio. Ach, wie immer aufs Gesicht fällt der arme Kerl. Sein kleines Stummelärmchen. Ich finde ihn super knuffig und ich mag auch die Leute, die da rumlaufen. Bio. Tap, 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 tap. So. Zack. Einmal einpflanzen. Und dann sehen wir, dass ein kleiner Sprössling wächst. Und langsam aber sicher zu einem richtigen Baum heranwächst. Ja, schon witzig, dass er halt nicht essen muss. Und er war, er kam seiner Reise Ende nahe. Er war dem Ende seiner Reise nahe. Entschuldigung, es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann meinem Gehirn klar kam. Oh. Schön, dass die Musik sich geändert hat. Vulkan. Ich kann runterklettern. Und nach rechts, was kann ich hier machen? Ich will von dem Spiel auch nichts verpassen. Nichts weiter. Ist okay. Ein Vulkan ist das, was wir gefunden haben. Ich frage mich, ob wir den mit unserem eigenen Körper verstopfen. E drücken, um die Lava zu blockieren. Ach, der arme Kerl, der tut mir schon ein bisschen leid. Ist auch krass, dass der sich jetzt sozusagen, also wahrscheinlich opfert, um die Menschen zu schützen. Obwohl sie ja für ihn eigentlich nie was getan haben. Ich meine, klar, sie haben ihm geholfen, mit dem Fluss zu kommen, aber das haben sie bestimmt aus Eigennutz gemacht. Und nicht einfach nur, um ihm zu helfen. Winter. Jahr 2013. Das Ende. Tja. Er hat es also geschafft, den Vulkanausbruch zu verhindern und hat damit die Menschen gerettet. Der kleine Kerl tut mir irgendwie ein bisschen leid. Wie gesagt, er hat sich eben geopfert oder er wusste, dass wenn er sich opfert, dass er damit die Menschen retten kann und hat das Schicksal auf sich genommen.
Obwohl er es ja nicht hätte gemusst. Ich meine, die Lava scheint ihm ja nichts anzutun. Er hätte ja genauso gut einfach auch das ignorieren können. Auf der anderen Seite vielleicht ist es ihm auch egal. Ich meine, er hat ganz lange geschlafen und ist dann erwacht. Wegen der Katastrophe. Und vielleicht stört es ihn auch gar nicht, wenn er hier weiter schläft. Im Vulkan. Ach, das stimmt mich ein kleines bisschen traurig. Der arme Kerl. Ich hätte ihm ein besseres Ende gewünscht. Also ein für ihn besseres Ende. Na gut, liebe Leute. Das war 400 Years. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es total super. Auch wenn es nicht so lang war, hat es trotzdem irgendwie bei mir Eindruck hinterlassen. Und, ich glaube, ich hänge noch mal eine Folge hinten dran, wo man dann sieht, was passiert, wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.